Inflation ist heute niedriger reingekommen in den USA als erwartet, aber es gab Flüsterschätzungen von einigen Analysten, die schon gesagt haben, oh, das ist eher eine Überraschung nach unten, so ist es denn auch gekommen. Jetzt ist die Frage, was wird die Fed machen? Einmal wird sie die Zinsen ziemlich sicher noch anheben am 26. Juli, aber die Frage ist, kommt da jetzt nochmal was dann im September? Wird da also ein zweiter Zinsschritt kommen, wie in den Dotplots der Fed, also den Prognosen, den Zinsprognosen der Fed kürzlich noch gesagt, das ist die große Frage, denn eins ist klar, wir haben jetzt wahrscheinlich den Tiefpunkt der Inflation im Vergleich zum Vorjahresmonat erreicht. Warum? Weil der Basiseffekt hier zuschlägt. Wir hatten im Juni 2022 9,1% Inflation, dann ging es abwärts ab Juli 2022 mit der Inflation und das heißt, der Vergleich zum Vorjahreswert wird sich dann verändern, weil die Latte sozusagen niedriger liegt. Genau das ist der Punkt. Die Inflation steigt ja weiter, wenn auch nicht mehr so stark, aber sie steigt ja weiter. Das heißt, wir haben nach wie vor Preisanstiege von den ohnehin schon hohen Niveaus und die Fed hat eins gelernt in den 70er, 80er Jahren. Es kann gefährlich sein, wenn du zu früh die Zinsen senkst und man sieht ja auch, wie robust bisher die Wirtschaft zu sein scheint, Arbeitsmarkt. Konsum läuft ja bisher relativ gut, also sagt man sich, wir werden auf jeden Fall die Zinsen nicht senken, ob wir sie dann nach der nächsten Zinsanhebung nochmal weiter anheben, das wird die große Frage sein. Schauen wir uns die Dinge mal an. Wir hatten 0,2 statt 0,3 erwartet Headline. Core, also Kern, auch 0,2 statt 0,3 und zum Vorjahresmonat CPI 3,0 statt 3,1 und Core 4,8 statt 5,0. Also das ist unterschritten worden. Viele Komponenten haben dazu beigetragen, dass die Inflation hier zurückgegangen ist. Wir sehen hier die Schätzungen nochmal von Bloomberg, von Cleveland, Fed, Nowcast. Aber wir sehen hier rechts die Wahrscheinlichkeit, was im Juli passiert mit den Zinsen. Nämlich eine Wahrscheinlichkeit von 92,4%, praktisch unverändert, dass die Fed im Juli die Zinsen nochmal anheben wird. Jetzt haben wir den längsten Rückgang seit den 1920er Jahren, wenn ich das hier richtig sehe, in der Inflation, in der monatlichen Inflation. Wir haben es das vierte Mal in Folge, dass die Inflation um 0,1% niedriger ausgefallen ist als erwartet. Das entspricht so ein bisschen diesem Inflation Surprise Index, den wir in letzter Zeit eher haben fallen sehen, und zwar in allen Regionen. Ausnahme ist so ein bisschen Deutschland durch Sondereffekte, 9-Euro-Ticket und Zuschüsse für Benzin. Tankrabatt, wie das damals genannt wurde hier in Deutschland, aber wir sehen, Shelter war nach wie vor die größte Komponente, 70% des Anstieges geht also auf Unterkunft, Miete und all diese Dinge zurück. Jetzt ist das ein Lagging Indicator, also ein nachlaufender Indikator, weil diese Daten eigentlich nicht wirklich aktuell sind, so weit, so klar, aber das Problem ist, dass zwar diese Daten zur Shelter nicht real-time sind, also nicht tatsächlich dem Prozess entsprechen, der da der Fall war. Das liegt einfach an der Erhebung dieser Daten. Die passieren in einer Telefonumfrage und das dauert, bis man da sozusagen seine Schleife durch hat. Aber wir sehen eben auch, dass Real-Time-Indizes wieder höher gestiegen sind. Also es ist nicht unbedingt so, dass die Fed hier eine Entwarnung hat, auch wenn Shelter jetzt eben doch deutlich rückläufig ist oder nicht mehr so deutlich ansteigt im Vergleich zum Vorjahresmonat. Hier sehen wir noch mal ein paar Grafiken. CPI, also die Headline-Zahl ohne, also mit Nahrung und Energie, und Core ohne Nahrung und Energie. Wir sehen, das geht langsam runter und vor allem wichtig für die Fed, Supercore, also praktisch der Bereich Kerninflation ohne Wohnungen, ohne Immobilien, diesen ganzen Sektor, der ist jetzt nochmal zurückgegangen, liegt jetzt bei 4%. Das ist das, worauf Paul und andere immer wieder hingewiesen hatten, als sie sagten, ja, da muss der Rückgang erfolgen. Hier sehen wir nochmal diesen Rückgang dann ab Juli 2022, das heißt, die Latte liegt zum Vorjahresmonat immer niedriger. Wir haben jetzt also praktisch eine dovische Überraschung auf der Unterseite bekommen, wenn man von einer Überraschung sprechen kann. Aber insgesamt sehen wir, über die letzten 3 Jahre sind die Preise
zwischen 5% und 70% gestiegen, Gasoline etwa, Benzin also 70%, Fuel Oil 59%, Gebrauchtwagen, die jetzt deutlich gefallen sind im Juni aus Gründen, die ich gleich erläutere, knapp 47%, Hauspreise 38,6%, also das sind Strom, Elektrizität 24,5%, das heißt, das sind nach wie vor sehr, sehr hohe Niveaus und wir sehen, die Gebrauchtwagenpreise waren ein wichtiger Faktor für diesen Rückgang der Inflation, aber wir sehen auf der anderen Seite, dass eben die Kosten für Service und vor allem für Versicherung dieser Autos deutlich gestiegen sind, während die Preise für die Autos, für die Gebrauchtwagen gefallen sind. Und das Ganze hat einen ganz ähnlichen Grund wie am Immobilienmarkt. Die Leute sitzen auf alten Krediten. Wenn sie einen Gebrauchtwagen gekauft haben, haben sie den vor 2-3 Jahren gekauft, als die Zinsen noch ganz niedrig waren. Sitzen also in diesen Verträgen und sagen sich, naja, ich nehme doch jetzt nicht, ich tausche jetzt nicht meinen Gebrauchtwagen aus, hole einen anderen, wenn ich da so hohe Zinsen zahlen muss. Was bedeutet, dass ganz wenig Angebot auf dem Markt ist, weil kaum einer verkauft seinen Wagen und dementsprechend auch noch keine große Nachfrage da ist, weil die Leute sagen, naja, also ich gucke mal, ich kriege jetzt inzwischen so viele Preisnachlässe bei Neuwagen, dass sich das eher lohnt, sogar einen Neuwagen zu kaufen. Und hier sehen wir, dass wir da in eine Situation reinkommen, dass die Gebrauchtwagenpreise wieder steigen werden, denn das Angebot ist derzeit so extrem niedrig und vor allem ist hinzugekommen, dass die Kreditvergabe bei diesen Autoloans, bei diesen Autokrediten eben deutlich straffer geworden ist. Hatte ich heute Morgen schon gezeigt. Aber ist, glaube ich, sehr zentral, um zu verstehen, wie das Gesamtphänomen Inflation zumindest in den USA funktioniert. Da haben wir dann unsere Entspannungen, aber wir werden dann Faktoren sehen, die das Ganze wieder begünstigen. Das ist schon ein Stück weit ein Teufelskreis. Wir haben Demografie, wir haben Arbeitskräftemangel, wir haben Deglobalisierung, wir haben Energiewenden, die alle sehr, sehr inflationär wirken werden. Hier sehen wir jedenfalls nochmal, wie schaut es denn aus für den September, die Fed Fund Futures? Da sehen wir die Wahrscheinlichkeit jetzt 80,5%, dass die Fed die Zinsen nach der Anhebung im Juli dann praktisch unverändert lässt. Nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 12,9%, dass die Fed die Zinsen dann nochmal anheben wird. Und jetzt viele Experten wie Jörg Kramer, die sagen, naja, das wird jetzt die letzte Zinsanhebung wahrscheinlich im Juli. Selbst Bill Dudley, der tendenziell hawkisch ist, ehemaliger Chef der New York Fed, sagt, ja, könnte schon sein, dass das jetzt die letzte Zinsanhebung wird, aber wenn wir uns mal Kommentare jetzt anschauen, anhören von Fed-Mitgliedern, die sich geäußert haben heute, haben wir Richmond-Fed-Chef Thomas Barkin, der sagt, Inflation ist nach wie vor zu hoch, vor allem weil eben hier die Nachfrage noch deutlich zu hoch ist und wenn das jetzt nicht, wenn man zu früh nachlässt, das ist diese Erfahrung aus den 70er Jahren, dann kommt diese Inflation wieder. Auch Neil Kashkari hat sich heute geäußert in einem Text, wo er sagte, ja, wir können vielleicht vor der Frage stehen, dass wir die Inflation so bekämpfen müssen, dass wir dann die Banken in Schwierigkeiten bringen und das zeigt so ein bisschen die Zwangslage der Fed. Man hat Probleme im Bankensektor, man hat natürlich eine gigantische Verschuldung, die mit hohen Zinsen auf Dauer nicht finanzierbar sein wird. Aber hier sehen wir eben nochmal, wie die Inflation wahrscheinlich aufgrund dieses vorhin beschriebenen Basiseffektes dann wieder nach oben gehen dürfte. Sehr wahrscheinlich haben wir jetzt den Tiefpunkt, was die Headline-Inflation zum Vorjahresmonat betrifft, gesehen. Danach wird es wieder aufwärts gehen und wir hatten heute dann die Bank of Canada, die das 10. Mal heute die Zinsen in Folge angehoben hat auf jetzt 5%, obwohl die eine niedrigere Inflation lange hatten als die Amerikaner. Und man verschiebt jetzt das Ziel, dass man die 2%-Zielmarke erreicht. Weiter nach hinten sagt er, das sagt die Bank of Canada, das wird nicht vor Mitte 2025 passieren. Schauen wir uns die Marktreaktion an. Zunächst mal natürlich große Freude. Hurra, Inflation niedriger. Ich hatte heute Morgen JP Morgan Szenarien dargestellt. 3,0 bis 3,2%, dann ein Anstieg von 0,5 bis 0,75%. Kommt um und bei hin, wenn man sich die Indizes anschaut. Heute auch wieder der Russell 2000, der beste Index. Wir sehen Volatilität 7% gefallen unter die 14er Marke der WIX. Also Complacency wherever you see oder wo du immer hinschaust, wie jetzt der amerikanische Bayer sagt. Ne? Und hier sehen wir JP Morgan Kolanovic sagt, ja, jetzt ist eine gute Zeit,
Anleihen zu kaufen und nicht Aktien, denn es wird dann im zweiten Halbjahr massiven ökonomischen Gegenwind geben. Ich glaube auch, dass eben im zweiten Halbjahr die Wirkung der Zinsen erst zur Entfaltung kommen wird, so richtig. Dazu gleich mehr, wie eben Diego Fasnacht hier auch zeigt. Die Wirkung von Zinsen wird unterschätzt. Er zeigt das mal hier an Beispielen, etwa McDonald's, was die sozusagen ausgeben mussten für Zinskosten, für Kapitalaufnahme am Markt. Das hat sich natürlich dramatisch verändert und das ist ein Prozess, der stückweise funktioniert, weil man sitzt ja oft in Verträgen, die laufen dann irgendwann aus, diese Kreditverträge, oder hat Anleihen begeben, diese Anleihen laufen aus, müssen dann neu aufgelegt werden zu natürlich deutlich höheren Zinsen, und das dürfte etwas sein, was wahrscheinlich die Struktur insgesamt verändert, dass diese Wirkung der Zinsen eben langsam ist, aber dann doch kommt. Dennoch, es herrscht totale Euphorie, Fear and Greed Index jetzt wieder bei 81. Gestern waren wir noch bei 79. Meme-Stocks gehen nach oben, die sind 35% jetzt gestiegen, also praktisch die Quatsch-Aktien, die jetzt wieder mal ein neues Auferstehen erleben, und wir sehen Put-Call-Ratio jetzt so niedrig wie November 2021 nicht mehr. Und interessant, wenn wir zur Eurozone kommen, wir haben jetzt positive Realzinsen. Das hatten wir seit dem Jahr 2014 nicht mehr. Realzins ist ja aktuelles Zinsniveau und die vom Kapitalmarkt antizipierte Inflation, also das, was die Kapitalmärkte an Inflation erwarten. Also praktisch Zinsen minus Inflationserwartung, könnte man sagen. Das ist in den USA schon länger positiv, aber jetzt eben auch in Europa positiv. Und wird die EZB jetzt weiter die Zinsen anheben? Heute hat sich Portugals Finanzminister geäußert und sehr explizit vor weiteren Zinsanhebungen gewarnt. Und rechts sehen wir den Economic Surprise Index aus den verschiedenen Regionen. Europa mit Abstand die schlechtesten Zahlen in Relation zu Erwartung. Und dann nachbörslich noch BASF mit einer massiven Umsatzwarnung. Das war ein echter Schocker. Man hat noch erwartet vorher 84 Milliarden bis 87 Milliarden Euro Umsatz. Jetzt hat man das gesenkt auf 73 bis 76 Milliarden Euro. Also mal eben 25%. Die Aktie von BASF nachbörslich, die zunächst ja auch deutlich gestiegen war mit dem Gesamtmarkt, dann mit Verlusten. Und abschließend, meine Damen und Herren, will ich Ihnen noch drei Empfehlungen geben in dem vorerst vorletzten Markeflüster. Morgen ja noch Videoausblick und Markeflüster. Ab Freitag dann eine Pause und die gesamte nächste Woche. Weiter geht's dann, ich glaube, am 24. Juli. Aber hier ein Text, der es in sich hat, weil er mal eine andere Sichtweise auf das darstellt, was derzeit in der Ukraine passiert. Nämlich mit der Aussage, es wird wahrscheinlich so sein, dass die Krim und der Donbass irgendwie unter russischer Kontrolle bleiben, weil würde das nicht passieren, dann hätte man da massive Konflikte über Jahrzehnte. Das wird nicht so einfach gehen. Und die Ukraine wird gezwungen, wahrscheinlich diese Gebiete abzutreten. Hier auf diesem NATO-Gipfel ist eine neue Architektur für Europa im Prinzip festgelegt worden. Das ist vielfach unterschätzt, was da passiert ist. Dieser Text bringt es auf den Punkt, unbedingt lesen. Eine wirklich außergewöhnliche Sichtweise von jemand, der viele Beteiligte, auch hochrangig Beteiligte, sehr, sehr gut kennt. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, die BRICS wollen ja eine neue eigene Währung verkünden, die goldgedeckt sein soll. Okay, was ist da zu beachten? Was ist da interessant daran? Es ist natürlich eine Attacke auf den Dollar. Aber was noch dahinter steht, sehen Sie hier. Zweite Empfehlung. Und dann die dritte Empfehlung. Indien will sich offenkundig daran nicht beteiligen. Wir haben ja gesehen, dass Modi, der indische Regierungschef, in Washington war, Joe Biden getroffen hat. Und kaum war er zurück, hat sein Außenminister gesagt, nee, wir haben keine Pläne für eine gemeinsame Währung, da werden wir uns nicht beteiligen. Das heißt, Indien schert schon mal aus, und vor allem mit dem Argument, dass man sagt, ja, das ist ja für China praktisch ein Tool, um seine Weltmachtansprüche durchzusetzen. Also hochinteressant, diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich empfehle mich jetzt in den Feierabend und sage Servus, ciao.